Und da sind wir auch wieder. Wow. Das sieht doch wirklich schön aus. Hier im Dunkeln wieder mal unterwegs mit der Cassie. Und diesmal auf Beweissuche. So, jetzt gucke ich mir das mal ganz genau an, was wir jetzt hier zu tun haben. Also, wir haben ja die Olympiade absolviert, wir haben einen Krieg gewonnen und jetzt wollen wir den Königen Bericht erstatten. Aber, wenn wir den Königen Bericht erstatten, hier blutiges Festmahl, dann können wir auch direkt einen beschuldigen, Mitglied vom Kult zu sein. Dazu brauchen wir aber noch Beweise. Und diese Beweise, jetzt mal für alle, die das auch als Video schauen nachher, die sind angeblich in der Festung in Lokris. Ja? Also, da gibt es jetzt hier, ich hoffe, ich irre mich nicht. Das hier müsste der gute Heinz sein, ja, der Kultkönig. Und hier, das ist der letzte, wo wir die Hinweise finden müssen. Der Startschatz in der Lokris-Festung enthält einen Hinweis auf den Kultisten. Startschatz in Lokris-Festung. Moment, jetzt nicht einfach weiterziehen, sondern, Moment, habe ich mir jetzt alles markiert? Nee, habe ich natürlich nicht. Da will ich mal rein hinreiten nach Lokris. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Es ist nur 900 Meter weg, aber wir müssen dafür ein bisschen mit dem Schiffchen am besten. Hier, guck mal da vorne. Das ist ein super, super krasses Ding. Blub. Cassandra, Vorsicht, nicht in den Kopf stoßen. So, und ich glaube, das versuchen wir jetzt mal mit dem Beweisen. Die Beweise halt noch zu finden, bevor wir dann da zum blutigen Festmahl gehen. Gerne, Lexi. Genau, Lexi sagt gerade, danke für das Update. Ja, ich muss ja immer am besten so zwischendurch mal updaten, was passiert ist, ne? Zum einen für die Leute, die bei die Folgen gucken bei YouTube und zum anderen natürlich auch für die Leute, die zuschalten. Da gibt es ja auch einige, die dann immer rein, raus und dann gar nicht wissen, worum geht es hier eigentlich, die halt live bei Twitch gucken. So, und guck mal da vorne. Jetzt müssen wir diese Festung erstmal finden, denn hier in diesem Gebiet waren wir bisher nur mal kurz reingeschnibbelt in Lokris in der Region. Insofern müssen wir da mal gucken, wo die Festung ist, wo die Festung sei. Es gibt auf jeden Fall einen... Ja. Salz der Erde. Neue Region entdeckt. Los! Los! Und weiter! Warte mal. Xerxes Militärfestung? Das ist die doch nicht, oder? Oder ist sie das mit dem Startschatz? Jetzt weiß ich natürlich nicht. Oh, das wird tricky. Das müsste aber dann eine Festung in Lokris oder eine die Festung Lokris. Ich glaube, es würde sich lohnen, hier die Schätze mal zu plündern, oder? Ah, der Startschatz ist ja nochmal was anderes auch, oder? Hol mir erstmal den Aussichtspunkt. Bewegung! Die Lexi meint, sie kommt bei der Spielsucht nicht mehr mit. Deswegen ist es mit den Updates immer ganz gut. Ja, tut mir leid. Ja, wohl heute, im Moment AC, ich habe es ja so gesuchtet jetzt auch. Es ist ja wirklich so, dass kaum einer mehr mitkommt. Aber es ist auch ein geiles Game. Und wie gesagt, damit wir mal weiterkommen jetzt auch, Hauptmission wird jetzt forciert erstmal. Wir können ja Nebenmissionen auch noch machen, nachdem wir diese ganze Hauptmissionssache erledigt haben. Nur ich will auch nicht 23 Spiele immer nebeneinander spielen. Das ist dann manchmal ein bisschen tricky, habe ich ja auch schon erklärt, weil man dann mal die Tasten durcheinander kommt und so weiter und so fort. Xerxes Festung ist die richtige Festung, da ist der Hinweis. Meine Fresse, Freak. Danke dir. Zum Glück haben wir jemanden hier, der es weiß. Aber Julius schreibt gerade, das ist die falsche Festung. Jetzt müsst ihr euch mal einigen. Was, ist das die richtige oder die falsche Festung, wenn wir den Hinweis finden? Ich bin sowas von für ADA bereit. Das zocken wir dann nachher. Wieder. Ne? Da wird richtig geil. Das ist so nice. Aber erstmal jetzt hier weiter AC. Ne? Assassin's Creed, Red Dead Redemption, auch geil, aber erstmal Assassin's Creed. Xerxes Festung, komm, dann gehen wir da hin. Also der Freak ist sich sicher. Gut, jetzt können wir mal einen Blick auf die Karte hier, die Map, die gute alte Map. Das ist die richtige Festung, wird ja auch geschrieben. Okay, Freunde.
Da ist die Militärfestung. Dann werden wir da mal alle Schätze ausräumen und gucken in der Hoffnung, dass wir da Hinweise finden, den Kultisten zu beschuldigen. Wir müssen ja noch einen Kultisten töten, also kommt uns das ganz gelegen, wenn wir ihn dann nachher noch umbringen könnten. So, und hier ist jetzt die Festung halt, ne? So, das kann interessant werden. Oh, da liegen ja schon Tote vor der Haustür. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Mensch, ist nett. Ah, noch ein bisschen Olivenholz mitgönnen. So, da sind ein paar Arschis. Hier könnten wir theoretisch reinsneaken. Geht der da vorbei? Das wäre natürlich zu praktisch. Dann hinter ihn und töten. Nummer 1. Verdammt. Och Mann, das ist doch ätzend, dass ich den nicht mit einem Schlag erledigen kann. Okay, jetzt du. Verdammte Scheiße, ich mache hier voll das Aufsehen. Okay, der hat irgendwas gedroppt. Haben wir da eigentlich alles entdeckt dann schätzen oder ist da noch irgendwas? Hier ist doch noch was. Da ist bestimmt der Startschatz drin, oder? Das Fragezeichen da? Das ist der mit Sicherheit, oder? Also, nicht unbedingt, aber... Ach du Scheiße. Mit Standardattacken. Moment, für euch habe ich eine besondere Überraschung. Boah. Nicht brennen. Der richtig gegrillt werden teilweise, ne? Übel. Okay, das haben wir noch halbwegs gut gemeistert. Warten. Bis er um die Ecke ist. Und dann bringen wir ihn um die Ecke. Guck mal, hier ist auch noch ein bisschen Krempel, den können wir kurz mitnehmen, wenn wir eh stehen. Hä? Dann kann ich es nicht nehmen. Jetzt aber. Egal, scheiß drauf. Ich hoffe, da bin ich richtig. Verdammt, da ist nix. Wahrscheinlich doch einfach nur die Schatztruhen. Den Startschatz hast du schon entdeckt. Oh nein. Okay, da müssen wir nochmal hochfliegen. Also da ist normale Schatztruhe. Ist das auch der Startschatz in der normalen Schatztruhe oder was? Ach, guck mal. Ah. Cool. Ja, dann schau doch mal nach. Oh, jetzt kommt der zweite dahin. Natürlich gar nicht so geil. Vielleicht dreht der ab. Ich muss da vorbei, Jungs. Jetzt gehen die zu zweit. Komm hier runterhängen.
So, langsam weiter. Ich probiere mich da durchzusneaken. Mal spart die Arten, ne? Yeah. So, und jetzt können wir den entschlüsseln, hoffentlich. Diesen Kultisten, den nächsten. Und das müsste der Baum vom König sein. Wenn wir uns dafür entscheiden, wem unsere Treue gilt, müssen wir auch an das Ende denken. Wir werden dich holen, Skylax. Skylax. Oh, guck mal hier, da holen wir noch was. Wo wir gerade hier sind, ne? Oh, gedrückt halten wäre nicht schlecht. Oh, schön. Schön, Freunde. So, jetzt will ich aber rüber zu dem. Können wir hier eine Schnellreise machen? Können wir nicht, ne? Skylax ist 1500 Meter entfernt. Ich will jetzt gar nicht hier weiter rumrätseln, weil das ist eine heftige Festung. Das dauert ewig, bis wir hier alle weggeraced haben. Außerdem sind es Spartaner. Wir wollen ja eigentlich im Moment mit den Spartanern noch gemeinsam. Wir wollen ja eigentlich das Land annektieren. So, da müssen wir eh wieder aufs Bödle. Das heißt, gehen wir hier raus und wir wagen die nicht so schnelle Schnellreise. Ah, haben wir doch gut gemeistert. Haben wir jetzt hier auf jeden Fall... Mein Bro, der Skylax. Genau, Lex. Lexi. Lexi und Skylax, hey. So. Hier wird Salz gewonnen. Wie das aussieht. So, und jetzt müsste die Schnellreise wieder verfügbar sein. Dann gehen wir mal auf die Karte. Boah, da bin ich jetzt gespannt, ey. Das ist ja auch für den Speer ultimativ geil. Warum wird mir das jetzt nicht angezeigt, obwohl ich ihn markiert hatte? Da vorne ist er. Okay, Schnellreise hier hin. Im Poseidon-Tempel. Und dann werden wir ihn holen, Leute. Den nächsten Kultisten. Ah, warum ich das nicht mit Facecam spiele? Ja, also das ist so... Bei Facecam finde ich das bei solchen Spielen eigentlich unnötig, ehrlich gesagt. Manchmal nimmt es ja auch ein bisschen was vom HUD weg und auch von der Story. Was natürlich eine Lösung ist, ist bei dann in Zwischensequenzen auszuschalten, die Facecam. Und die nachher wieder anzuschalten. Zum Beispiel jetzt in so einer Ladezeit, ne? Das wäre natürlich eine Option. Das könnte man überlegen. Können ja aber auch unter das Video schreiben. Oder jetzt hier im Chat. Ja, aber eigentlich, genau, ihr wisst eh, wie ich aussehe. Ist jetzt kein Geheimnis, ich bin ja in tausend anderen Videos zu sehen. Und Atmosphäre ist halt auch so eine Sache, ne? Manchmal ist es halt echt ein bisschen blöd, so einen weißen Flatschen dann da oben zu sehen mit so einer Fresse vor mir, ne? Finde ich auch. Zum Glück habe ich so fleißig Aussichtspunkte. Okay, jetzt aber. 500 Meter. Nice. Pferdeparcours. So, da ist der Feind. Der Kultist, der letzte auch für den Speer. Oh, hat er gerade Stress? Da greift er den an? Willst du mich verarschen? Der Kultist hat ein Problem und kriegt da voll auf den Arsch. Und ich greife die Athena an, oder was?
wo ich neben dem Heini stehe. Los, Gilax, Hammer. Haben wir noch die Athena platt. Verdammte Scheiße. Ich vergiss mal das Waffensetup. Und jetzt mal kurz die Schützen weg da. Und das Pferd brennt. Dann haben wir Ruhe mit den anderen. Verdammt, ein Schild eigentlich, ist okay. Kurz heilen. Und nochmal den hier. Bam. Nicht so, ich werde es genießen, nicht so, auch erledigt. Okay, jetzt müssen wir den Tod bestätigen, das ist nämlich das Wichtigste an der ganzen Angelegenheit. Ja, Leute, der nächste Kultist ist down. Und das ist auch... Du richtest kein Unheil mehr an. Der letzte für das Speer-Update. Und ich denke jetzt, ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich denke jetzt müssen wir doch genügend Beweise zusammen haben, weil wir den ganzen Baum entschlüsselt haben. Aber es fehlt uns noch ein Beweis angeblich. Es könnte dieser Beweis sein. Wir haben ihn noch nicht entschlüsselt. Habt ihr noch eine Idee im Chat hier? Habt ihr noch eine Idee? In der Zeit können wir ja immer dieses Dings freischalten. Einmal eine Schnellreise wagen in Richtung Schmiede. War das nochmal Andros oder so, ne? War doch mal diese gottverdammte Insel Andros. Wenige Scheiße, ey. Hier oben irgendwo, ne? Ne, das war die geheime Insel, die war es nicht. Die ist aber auch ziemlich fresh. Andros war doch hier drüben rechts, ne? Ja, Naxos? Verdammt. Wohl wahrscheinlich immer genau vorbei. Da ist Andros. Da ist Andros. Und da müssen wir auch hin. Zum Tor der uralten Schmiede. Wo wir dann jetzt endlich unseren Speer aufbessern können. Man muss zu unbestimmten Zeiten unbestimmte Opfer bringen. Das stimmt. Danke, Diana. Dankeschön. Okay, der Zweck heiligt die Mittel. Lexi, ihr seid nur lustig. Ihr Spaßvögel. Speicher doch. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Muss noch die Quest mit Bippos machen. Die letzte Grabstätte. Okay, wir speichern mal. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es halt selber leider nicht. Haben wir einen Schnellspeicherpunkt gemacht gerade. Damit wir safe sind. Wir haben auf jeden Fall noch nicht alle Beweise zusammen. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt, muss ich mir gleich mal im Questlog reinschauen, was wir da noch zu tun hätten. Aber es scheint ja... Also es ist jetzt halt echt tricky, da genügend zu Beweise zu sammeln. Wir haben jetzt fast alles zusammen, aber noch nicht genug scheinbar. Auch wenn wir jeden Kultist enthüllt haben. Hätten wir die vorher mal befragt, ne? So wie es früher in AC üblich war. Du. Okay, verbessere den Speer. Ja, Mann, ich freue mich so, weil jetzt können wir endlich die Fähigkeitspunkte auch alle anwenden. Die wir noch über haben.
Yeah. Also wenn ihr noch eine Idee habt, wo ich die Beweise finde, könnt ihr es gerne schreiben. Würde mich interessieren. Und jetzt skill ich erst meine Zeltfähigkeiten. Ich habe im Moment echt noch keinen Plan. Okay, da können wir echt... Und einen haben wir noch. Was machen wir da? Was machen wir da? Ja, die extrem starken Angriffe. Oder Flammen, hey. Flammen nochmal aufbessern. Komm, jetzt haben wir ja schon wieder alle Punkte weg. Oh, gute Besserung. Alien-Technologie-Hashtag, genau. Dann gucken wir nochmal gerade in die Waffen rein. Neuen Bogen, der ist okay. Wir brauchen mal neue Schwerter, aber da haben wir neue Dolche bekommen. Auch gut. Ja. Boah, da haben wir noch was Neues. Oh mein Gott. Die sind noch besser, glaube ich sogar. Der Bonus ist hier noch geiler eigentlich. Finde ich persönlich, aber okay. Die ist schon dick. Können wir auch mal anziehen. Oh nein. Alter. Pff. Sind wir auf jeden Fall hardcore unterwegs. Da haben wir auch noch neue Sachen. Den spartanischen Heldengürtel und all sowas haben wir bekommen. Das ist das Spartaner-Set. Wie nice. Wie nice, Alter. So sind wir jetzt unterwegs und können wir rumlaufen. So sieht doch geil aus, würde ich aber auch mal behaupten. Kann man zwar nicht mehr zwischen Mann und Frau unterscheiden, aber das ist ja nicht schlimm. So, der Speer ist verbessert, Freunde. Ich freue mich. Ich freue mich echt sehr. Geht denn hier eigentlich noch so? Mal aus der uralten Schmiede raus. Ich habe echt immer noch keinen Plan, wo ich den Beweis herkomme. Hm, genau, bei jedem Set von jedem Ast. Also das, den Ast haben wir gemacht, aber es fehlen immer noch die Beweise. Es fehlen immer noch die Beweise, Freunde. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, was machen wir da? Macht die Quest mit Bippo. Die Bippo-Quest, meinst du, die ist es? Ich muss jetzt mal gucken, welche Quest du meinst mit Bippo. Da muss ich jetzt mal in meinen Questlog schauen. Aber danke, Cremi, für die Info. Da gucken wir doch mal. Achso, komme ich jetzt nicht. Zwischensequenz, sorry. Wollte ich nicht unterbrechen. Oh Gott, das ist irgendwie eine Hyäne oder sowas, ne? Habe ich da gerade richtig gesehen. Okay, gucken wir mal in Questlog. Das müsste dann der letzte Beweis sein, wo du die Wand entziffern musst. Was war das denn nochmal? Welt und Charaktere? Habe ich die schon angenommen, die Quest? Cremi, weißt du das? Epi, Orions Grab. Das war ja das mit diesem Gott, blablabla Zeugs. Die ist das, meinst du? Nicht Bippo, sondern Epi, meinst du das hier? Ja, ich glaube, das könnte es sein mit Epi. Aber ob das der Hinweis, ob das den Hinweis enthält, ist halt fraglich. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass diese Mission den Hinweis enthält? Bevor wir die jetzt machen? Weil das ist, glaube ich, noch eine längere Nummer. Weil das war ja nur eine Mission, eine Nebenmission, weißt du, in der Region. Deswegen bin ich mir da auch nicht sicher, ob das jetzt der Fall ist. Wir können das natürlich mal machen. In der Hoffnung, dass es klappen könnte. Ja, leider fehlt uns dieser letzte Punkt. Mal gucken. Vielleicht können wir nochmal den Kultistenbaum mal gucken. Wir haben die jetzt echt alle gekillt, ne? Und uns fehlt halt der letzte Hinweis, um den zu enthüllen. Ja, da bekommst du nur oberflächliche Infos zur ersten Zivilisation. Das glaube ich nämlich auch. Habe ich auch so ein bisschen im Gefühl. Tja, Leute. Ich weiß halt echt nicht weiter, oder? Aber wir machen es mal weiter. Wir machen das einfach mal mit dem Orions Grab. Da machen wir da jetzt eine Schnellreise hin, Flux, und der Hoffnung, dass diese Quest uns irgendwie in Richtung ja, Mission führt, sag ich mal.
war das denn nochmal? Da vorne. Ja, zum Glück haben wir die Schnellreisepunkte alle am Start, ne? Dann machen wir das mal. Also, dem Typen, um das auch mal aufzufrischen, das Gedächtnis, was wir da machen. Im Netz der Kultisten findet man ja leider auch nicht viel, ne? Das ist echt schwierig gerade mit den Beweisen, finde ich. Also, es kann natürlich sein, dass die einfach so dadurch kommen, keine Ahnung, aber dass man die einfach so freispielt. Aber ich wüsste nicht, wo. Wenn nicht bezahlt, kriegen wir die nächste Bratwurstrunde. Die Info hätte der Höker verraten. Aha. Und ohne den Höker kann ich es gar nicht machen, oder was, wenn ich den Höker erledigt habe, BJ? Das wäre natürlich jetzt hier bitter. Aber dann kommen wir da wohl nicht drum rum. Dann habe ich mein Bestes wirklich gegeben, um das irgendwie zu lösen. Aber dann können wir wahrscheinlich, wenn wir den Höker getötet haben, was wir getan haben, gar nicht genügend Beweise zusammensammeln. Stimmt das, BJ? Bist du sicher? Ach du Scheiße. Na gut. Dann ist diese ganze Suche nach den Beweisen ja völlig für die Katze. Egal, haben wir noch einen Kultisten ermordet, war jetzt auch nicht so schlimm, aber... Oder Lagos hätte das auch verraten, aber das ist natürlich, da wir den Höker getötet haben, hat sich Lagos natürlich auch da eingespannt und deswegen finden wir nicht genügend Informationen dazu. So, okay, pass auf. Dann würde ich sagen, lassen wir diese Mission jetzt mal aus und gehen direkt zu den Königen. Weil das mit diesen Zeichen ist, glaube ich, nicht der Sinn der Sache. Und ja, dann hat sich wahrscheinlich erschlossen, mir jetzt auch gerade. Ja, was da los ist eigentlich? Boah, 22, das sind die letzten. Die letzte Speerestufe, da soll man dann alle Kultisten noch erledigen, oder was? Es ist ein bisschen zu krass. Vielen Dank auf jeden Fall für die Infos, Leute, weil sonst hätte ich mir jetzt hier den Arsch weggesucht. Ist schon mal gut, dass ich das gar nicht suchen kann und das jetzt auch weiß. Das ist schon mal hilfreich. Sorry für die vielen Schnellreisen jetzt. War ja jetzt ein bisschen Try and Error, ne? Ja genau, also die anderen Kultisten können wir ja enthüllen, aber leider wird der eine nur enthüllt, wenn man den Höker am Leben gelassen hat. Das wiederhole ich jetzt nochmal genau. Also den Höker, das war so ein Typ, den wir mal umgebracht hatten, beziehungsweise wir hätten ihn im Geheimen umbringen sollen, aber die Frau hat darauf bestanden, dass wir ihn vor die Meute ziehen, vor die Masse. Und dann haben wir gesagt, ja gut, machen wir, ne? Haben wir uns ja für gemeinsam entschieden, wir bringen ihn vor die Meute und richten ihn öffentlich hin. Und das hat zur Verkettung, dass er uns nicht verraten hat, mehr zu diesem Baum, zu den anderen Kultisten. Weiterhin hat das zur Verkettung, dass deswegen Lagos, der ja auch am Start ist, heilige Scheiße, was für ein Brainfuck, der auch am Start ist und deswegen uns nicht vertraut hat, weil wir den Höker getötet haben und dementsprechend auch in unsere Klinge gelaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, uns auch keine Informationen übermittelt hat. So, und deswegen... können wir gar nicht genügend Beweise vorlegen, um den König anzuschuldigen. Wir können natürlich jetzt mal dahin gehen und gucken. Und ich denke, jetzt verstehen wir auch wieder, wie das läuft. Das heißt, in unserem Spielverlauf ist es wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, weil es betrifft ja nicht die Hauptquest. Diese Sache mit Sparta ist ja auch ein Side-Location. Aber es wäre natürlich cool, wenn man den irgendwie komplett hinter Gittern bringen könnte, was man jetzt kann. Aber dann müsst ihr, wenn ihr es selber spielt, mit dem Höker, den dürft ihr nicht öffentlich hinrichten. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Und da muss man natürlich gucken. Oh, hallo. Okay. Mutter, wir sind bereit. Ich muss zu den Königen. Bist du bereit, unser Land zurückzufordern? Natürlich. Doch eigentlich bin ich hier, um den Kultistenkönig zu stürzen. Du machst deine Mutter stolz, Cassandra.
Aber hast du auch genug Beweise, um ihn anzuklagen? Ja. Sicher. Ich hole die Ephoren und treffe dich im Thronsaal. Wer sind die Ephoren? Du erinnerst dich nicht? Nun, du warst damals noch ein Kind. Die 5 Ephoren werden von den Bürgern Spartas gewählt. Sie stehen sogar über den Königen. Du musst sie überzeugen, wenn du Sparta vor dem Einfluss des Kults schützen willst. Ja, und es ist auch cool, dass die Entscheidung Konsequenzen haben. Auf jeden Fall, jetzt finde ich es nur ein bisschen schade, dass man das nicht irgendwie anderweitig rausfinden kann noch. Weil man weiß ja wirklich diese Entscheidung, gut, man weiß schon, dass die Entscheidungen sind, aber dass sie so eine krasse Auswirkung haben bei solchen Sachen. Hm? Wir sehen uns im Thronsaal. So, wir wissen auch, dass der Pausi ist, der Blödmann. Mach mal eine Pausi. Worauf warten wir? Verzeiht, dass ihr warten musstet. Du hast die Ephoren gerufen? Hast du derart Erfolge vorzuweisen, um so viele Zuschauer anzuziehen? Ich habe einen Siegerkranz für Sparta. Auch wenn ich selbst teilnehmen und ihn gewinnen musste. Sehr gut. Doch was ist mit unserem Pankration-Meister Testikles? Es gab einen Unfall auf See, bevor er teilnehmen konnte. Die Spiele sind nicht so wichtig. Was ist mit Böotien? Stentor und ich haben die Truppen der Athener besiegt. Es besteht kein Grund zur Besorgnis. Wenn du nichts als gute Nachrichten bringst, wozu brauchst du dann die Ephoren? Es war von schweren Anschuldigungen die Rede. Schwere Anschuldigungen? Gegen wen? Ihr tut, als wüsstet ihr von nichts. Gegen euch, Pausanias. Sparta muss Pausanias loswerden, bevor es zu spät ist. Er ist Mitglied des Kults des Kosmos und ein Verräter an Sparta. Ein Kosmos-Kult? Was faselst du für einen Unfug? Soll das etwa ein Witz sein? Ich habe die Beweise hier. Die nicht ausreichen. Der Beweis ist hier. Er ist zweifellos schuldig. Das beweist nichts. Die Ephoren sollten nur aus triftigem Grund gerufen werden. Dieser Mangel an Beweisen vergeudet nur unsere Zeit und ist respektlos gegenüber Spartas Thron. An dem Ankläger sollte zur Warnung anderer ein Exempel statuiert werden. Ich habe sie erzogen. Bestraft mich, ihre Mutter, nicht sie. Wir gaben dir jede Chance, dich zu beweisen. Gewährten dir eine königliche Audienz. Und so dankst du es uns also? Was sagt ihr, Archidamos? Kassandra und Myrine der Argiaden. Eure Namen sind verflucht. Möge die Kryptia euch jagen und die Heloten das Fleisch von euren Knochen kratzen. Einverstanden. Ein sehr weiser Spruch. Schade, dass sich diesmal weder Maske noch Umhang retten können. Ihr wart dort. In Delphi. Dieser Pisser. Und wir haben eigentlich alle Beweise gesammelt, aber wir können es wegen der Story, weil wir unsere Entscheidung gefällt haben, nicht alles beweisen. Verdammt! Verdammt! Verdammte Axt, ich habe mir so eine Mühe gegeben, die extra zusammenzusuchen und so. Und dann jetzt sowas. Na, immerhin haben wir den Schmier aufgemöbelt. Wobei wir den jetzt auch wahrscheinlich umnieten müssen, den Pausi. Pausanias, den alten Lavingel. Die uns nicht direkt umbringen, ne? Nach so einer Anschuldigung. Martha, Pausanias hat sich verraten, bevor ich dort rausgezerrt wurde. Also ist er der Kultistenkönig. Du solltest dich so schnell wie möglich um ihn kümmern. Das werde ich. Wenn du ihn erledigt hast, triff mich zu Hause. Mit Vergnügen. Und außerdem hatten wir ja schon einige Beweise vorliegen. Um Sparta zu Ruhm zu führen. Es kann nur einen geben. Mach mal eine Pause, Alter. So, schnell speichern ist gar nicht so schlecht. Zack. Und let's go. Ja, was soll's, Leute? König Pausanias gehört dem Kult des Kosmos an. Ich muss ihn selber richten. Pausanias. Immer noch in Lakonien. Die lassen uns hier einfach wieder reinspazieren, ohne dass irgendeiner was sagt. Cool. Das finde ich gut. Aber wir haben volle Kopfgeldjägeranzahl. Da bist du. Da ist Pausanias. Malakka. Dieser Malakka, ey. Malakka vom Feinsten, ey. Malakka, Lakka, Lakka. Malakka, Lakka, Boom.
werde ihn jetzt auf offener Straße eliminieren, bevor mich die Kopfgeldjäger kriegen können. Stirb! Möchte gern König von Sparta. Jetzt tut das richtig weh, Pausi. Okay, jetzt greifen mich natürlich alle an. Hab hier mehr Kopfgeld kann ich ja eh nicht bekommen. Boah, der hat gut was abbekommen, der Pausi. Entschuldigung. Ah, er hat nichts verloren. Ich habe keinen Bock, von denen angegriffen zu werden. Das ist unnötig. Und erstmal den Pause hier. Ich hänge fest. Oh Gott, jetzt kommt noch der. Stirb endlich. Oh Gott. Oh nein, jetzt doch nicht. Jetzt doch nicht. Gerade wenn ich Pausi so an der Backe habe. Oh mein Gott, das ist so heftig. Oh fuck. Zu viele Feinde, zu viele Gegner. Ich hänge hier fest. Nein! Nein! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alle auf dem Dach. Will sie eigentlich nicht außer Acht lassen. Ah, der 43er, da macht echt Probleme. Schieß doch, Mann. Boah, wie viele das sind. Komm schon, du kommst da wohl hoch. Wir haben sie abgehängt, aber die Nummer ist noch nicht geritzt. Oh cool, da reift ein Wolf den jetzt an. Was passiert denn da? Den bringen sie selber um teilweise. Geil! Alter, so muss es laufen. Das Problem sind echt diese Kopfgeldjäger. Wie viel Leben hat denn der Pause jetzt? Ist der wieder voll oder ist der noch halb? Ne, der ist halb. Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. So, Pausinias. Oh Mann, ich wollte jetzt... Das wird nicht leicht. Wir sind ja aus der Stadt locken am besten. Na los, komm. Boah, wie viele kommen jetzt mit, ey? Was ist das denn für eine Party hier dabei?
Muss das jetzt sein, Pausi? Mit diesen ganzen 42ern und so? Ja, es macht keinen Sinn so. So, den hole ich mir eben. Oh. Okay, das lief ja Bombe. Ja, bezahl mal das Kopfgeld. Ich wollte mir die Kohle ehrlich gesagt sparen. Aber es ist halt fast utopisch, das zu sparen. Deswegen müssen wir jetzt Pausi eliminieren. Verdammt. Ja, passiert. Haben wir auch übertrieben, waren so viele Gegner, ey. Die ganze Kopfgeldaktion, ne? Wir hätten ihn am Anfang töten müssen, eigentlich schneller. Das war auch knapp, da hätte ich ihn ziemlich schnell töten können. Du hast doch über 60.000 und Ausrüstung brauchst du die kaufen. Danke, Metallfalk. Ganz lieb. Ja, das stimmt allerdings auch. Ja, müssen wir jetzt nochmal probieren. Ach du Scheiße, das war der Savepunkt? Ernsthaft? Oh, hier oben ist ganz gut, oder? Das ist ja nur voll wieder, das ist ja super. Und ich habe keinen Bonus. Oder irgendwas. Und dann noch zwei Freunde dabei. So, bevor die Kopfgeldjäger jetzt kommen, zahle ich die wirklich erstmal. Das ist nämlich sonst unnötig. 17.000, Alter. Pff, soll ich es machen oder nicht? Ja doch, ich mein, du meinst wegen der Explosion und so, Metallfalke. Oh, da hat den der Kollege abgeholt. Ich hab's jetzt mal gemacht. Wir haben ja das Geld eh und wir brauchen es echt tatsächlich nicht. Deswegen, ich will jetzt die Mission 10.000 Mal hier verkacken nachher. So. Aua, der hat mich geschubst. Pausi. Dumm. Richtig dumm sogar. So, Nummer 1 wäre down. Das wird was länger dauern jetzt. Beim Tanz auf dem Dach. Jetzt soll ich den anderen angreifen, Mann. Alter. Oh. Super schlecht. Das ist manchmal ein bisschen tricky, wenn du dann den anderen Gegner nicht haben willst. Und dann plötzlich greift er den Typen mit dem Schild vor dir an. Dumm. Hier ist der Schildbrecher wahrscheinlich auch vernünftig. Okay, da hat er einen abbekommen, der Pause. Hier muss ich den Schildbrecher holen fast. Obwohl ich den anderen eh nicht... Obwohl doch, kann ich ja mittlerweile. Mhm. Ja, so kriegen wir es aber auch tatsächlich hin. Guck mal, der eine. Den habe ich gut darunter genutzt. So, und der verbrutzelt da gerade. Also alles cool. Jetzt Pausi. Dich aber den hier. Oh nein, jetzt keinen Scheiß machen, Walle. Ich Idiot. Jeez. Ach, keine Pfeile mehr? Ich denke die ganze Zeit, warum zippelt der nicht? Jetzt aber schnell. Nimm den Schildbrecher, ja, der wäre effizient. Jetzt ist aber egal. Jetzt kann ich den auch so platt machen, glaube ich. Ich kann das Setup mal nehmen, einfach. Warte mal kurz.
Verwechsel ich aber noch ein bisschen was aus, und zwar will ich Schwammflammschwerter ja auch Flammschwerter ja auch drin haben. Den hier will ich hier gerne auch drin haben. So, dann nehmen wir jetzt nur den Schildbrecher. Das ist ein gutes Setup, besser für den jetzt gerade, und damit wir es auch garantiert schaffen. Ja, man kann es auch irgendwie im Kampf wechseln. Ich habe gerade die Taste nicht im Kopf. Egal. So. Die Pfeile wollte ich noch machen. Ganz kurz ein paar. So, und den Kringel als auch Plopplatt. Habe ich schon. Boah. Knapper Savepoint hier. Kann doch nicht sein. Wie viel braucht der? Damit ich mal ein bisschen Adro kriege. Was? Du bist zurück? Wie hast du das geschafft? Nein! So, jetzt ist er da. Level 47, jetzt Schildbrecher hier. Jetzt hat er ein Problem, der Kleine. Boah, der hat meine Donnerwalze einfach so weggesteckt. Komm schon, Pausi. Du bist gut, aber nicht gut genug. Und nur mit einem Mitschreiter kannst du hier was reißen. Komm schon jetzt aber. Bam, 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 bam. Puh. Verdammt. Kommen hier noch tausende Soldaten wieder angelaufen, oder was? Und die ganzen Bürger von Sparta. Und dann hänge ich die mal ab, komm. Ich renne dahinter und dann da hinten rum. Die folgen mir doch alle so dumm. Ja, komm hierher, genau. Hier bin ich, Freunde, hier bin ich. Jetzt ist da einer übers Dach gekommen? Wie kann das denn sein? Jetzt habe ich auf jeden Fall genug Zeit, um den Kultisten zu bestätigen, hoffentlich. So, endlich, Alter. Oh, ich musste da nochmal hoch, glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob ich da den Stuff von dem anderen noch eingesackt habe. Habe ich nämlich nicht, seht ihr? Da war nämlich noch ein bisschen geiler Scheiß. Jetzt zieht er durch. Na gut, ist egal. Kehre zu Archidamos zurück. So, und jetzt haben wir die Beweise vorliegen. Und jetzt wird unser Ruf wiederhergestellt, Freunde. Jetzt reicht's. Yeah. Wir haben es geschafft. Auf jeden Fall hat er einen auf den Sack bekommen, der Gute. Der Pausi hat es verdient. Die Pausi-Bäckchen. Du wurdest zur Geächteten erklärt. Ich hätte gründlicher sein sollen, bevor ich Pausanias anklagte. Er ist ein Verräter an Sparta und seinen Ländereien. Und diesmal bist du dir sicher. Wo ist er, damit er sich verteidigen kann? Ich sah ihn sterben. Du hast ihn ermordet? Ja. Ich fand Beweise, dass er ein Mitglied des Kults des Kosmos war. Unbestreitbare Beweise. Dieser Brief wurde von Pausanias persönlich geschrieben und unterzeichnet. Er beschreibt den Fortschritt ihrer Pläne in Sparta. Was ist dieser Kult des Kosmos? Du hast ihn wieder und wieder erwähnt, so als müsste ich ihn kennen. Eine geheime Gruppe mit einem Ziel, die Macht zu ergreifen. Sie nutzen diesen Krieg zur Stärkung ihrer Position. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Pausanias Sparta die ganze Zeit nur benutzt hat. Wir haben so lange gemeinsam regiert. Ich spreche mit den Ephoren, um deine Aussage zu bestätigen. Doch wenn sie stimmt, hast du es verdient, dich wieder Bürgerin Spartas zu nennen und natürlich das Haus deiner Familie zurückzubekommen. Habt Dank. Eine Sache noch. Ja? Solltest du Sparta selbst regieren wollen,
Dann fordere mich wenigstens zu einem Zweikampf. Ich bin keine Herrscherin, mein König. Na, da ist ja quasi alles wieder gut. Also, das war ja jetzt quasi wurscht, dass wir da die Beweise nicht hatten, weil den Typen hätten wir ja so oder so erledigt. Und ja, dann ist es doch eigentlich schon ziemlich gut gewesen, dass wir das so gemacht haben, wie wir es jetzt gemacht haben, würde ich mal sagen, oder? Juhu! Bleibt der Kebab schwarz. Ja, schön, oder? Das hat doch freundlich angefangen, ja. Da freue ich mich doch, dass das doch mal eine gute Wendung hatte mit die Königin von Sparta. Und wie gesagt, wenn ihr die ganzen Beweise haben wollt... Er ist fort. Was denn? Hier lag ein kleiner Kaninchenschädel von deiner ersten Jagd. Wer sollte den stehlen? Es gibt nur eine Person, die ihn genommen haben könnte. Nikolaos. Vielleicht hat ihn unser Wiedersehen an diesen Ort erinnert. Zumindest ging es mir so. Anscheinend war ich nicht die Einzige mit Heimweh. Ich hoffe, ich störe nicht. Brasidas, tritt ein. Schön, euch beide wieder zu Hause zu sehen. Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Du bist hier und nicht beim Drill? Was ist los? Ich breche so schnell es geht nach Pylos auf. Ich glaube, du solltest auch mitkommen. Ich erwidere gern den Gefallen. Was erwartet uns in Pylos? Ehre. Die Athener treiben in diesem Moment die Spartiaten zurück. Das wäre ein schwerer Verlust für Sparta. Ich kann nicht zulassen, dass es dazu kommt. Das klingt, als hättest du den Glauben an Spartas Krieger verloren. Sie sind so stark wie immer. Doch jetzt haben sie es mit einer Macht zu tun, die ihre Vorstellungen übersteigt. Du sprichst von Deimos? Ja, den Gerüchten zufolge. Eine Naturgewalt im Körper eines Sterblichen, der jeden Soldaten in seinem Weg niederstrecken kann. Wenn Deimos in Pylos ist, müssen wir ihn aufhalten. Ich warte am Schiff, aber beeil dich. Jeder Moment, der verstreicht, bedeutet den Tod eines Spartiaten. Alexios ist in Pylos. Bring ihn zurück, Kassandra. Zurückbringen? Wir haben unser Haus zurück. Wir können eine Familie sein. Es ist nicht zu spät. Jetzt können wir uns wieder entscheiden. Ich bringe Deimos zurück, ich kann nichts versprechen, es ist zu spät. Ich bringe Deimos zurück. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Ich bringe ihn zurück, was auch passiert. Es ist ernst, Kassandra. Wir kriegen vielleicht keine zweite Chance. Ich verstehe. Er muss inzwischen erkannt haben, wer die Kultisten wirklich sind. Es spielt keine Rolle, was du dafür tun musst. Bring deinen Bruder zurück. Du musst. Nichts kann mich aufhalten. Ich sollte jetzt zu Brasidas. Gib Acht, Kassandra. Huiuiui, das geht jetzt aber mit großen Schritten vorwärts hier. Das blutige Festmahl haben wir abgeschlossen und es war wirklich sehr blutig. Ja, mitten in die Pausbäckchen haben wir geschlagen und jetzt geht's um die Schlacht von Pylos. Heieiei. Und das können ja was werden. Boah, bin ich froh, dass das nochmal eine gute Wendung hatte, ne? So, wo müssen wir denn nach Pylos und so? Oh, guck mal, Fähigkeiten können wir eben auch nochmal machen. Oh, die Rossi ist auch dabei. Yeah. Hochleistungsangriffe. So, die finde ich immer noch super. So, jetzt habe ich aber nicht auf die Karte geguckt, was ich eigentlich machen wollte. Verdammte Axt, Freunde. Verdammte Axt. So, wo müssen wir hin? Erstmal die Quest markieren wahrscheinlich. Ah, die ist schon markiert. Toll, dass wieder nicht angezeigt wird. Da muss man manchmal... Irgendwie mehrmals, ne? Oder war das jetzt gerade mein Fehler? Ah, da. Hier wird angezeigt. Da vorne. Messenien. Die Schlacht von Pylos. Okay, dann würde ich sagen, machen wir eine Schnellreise. Hierhin und können froh sein, dass wir in Messenien eine Schnellreise am Start haben, ja? Würde ich mal sagen. Auch wenn Schnellreisen natürlich im... Ja, immer so eine Sache sind. Ne? Aber Messenien soll ja schön sein. Und da sehen wir uns dann in Kürze wieder.